Yo, Peace, Leute, und willkommen zum fünften Run von The Binding of Isaac Afterbirth. Wir werden heute keine Challenge machen, also nicht noch, wir werden nicht nochmal die Speed-Challenge versuchen, einfach weil ich einen normalen Run machen möchte. Und zwar werden wir einfach mal den Greed-Run mit Lilith spielen. Ich habe 2 Minus-Win-Streaks, weil ich aus Versehen privat gespielt habe und den falschen Speicherstand ausgewählt habe. Ja, wir müssen mit Lilith eh noch alles machen und den Greed-Mob müssen wir noch mit allen machen. Also von dem her lohnt sich das vielleicht hier mal den Greed-Mob mit Lilith zu machen. Schauen wir mal. Ja, was kommt hier? Ein Speed-Up, das ist nochmal ganz nett. So, was gibt es da oben so Schönes? Oh, ich merke das Speed-Up, ich bin richtig schnell. Ich habe Schlüssel gehört, okay. Nichts Gutes, wenn ich es mal so sagen darf, bis auf eben das Seelenherz. Aber ansonsten nur Scheiße. Nun gut, dann machen wir erstmal, zack, die Wellen hier. So. Hier mit schön das Item, und das unsere Begleiter verdoppelt, lädt sich ja auch auf, genau, bei jeder Welle einmal. Das ist richtig geil, da kann man hier richtig viele Begleiter eigentlich haben. Das heißt, wir werden auch alle Wellen gleichzeitig machen. Ich meine, es gibt am meisten Sinn, weil die despawnen ja. Ja, Gott im Himmel, mit euch habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Die despawnen ja, das heißt, wir werden damit auch die Bosswellen dann gleich im Anschluss machen. Und die Dealwelle auch, damit wir eben bei jedem dieser Wellen so viele wie möglich Begleiter haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du da oben, geh weg. Oh ja. Ja, wenn man hier langsam ist, ist echt blöd. Da ist echt blöd, weil man dann eben echt so viele Gegner um sich rumfliegen hat. Ich merke. Also man muss hier schon eine gewisse Stärke erlangen, aber das erste Mal mit Azazel hat es ja ganz gut geklappt. Aber okay, es war Azazel. Müssen wir natürlich auch mal dazu sagen, es war immer noch Azazel. Der ich jetzt nicht der schwerste Charakter von allen ist. So, kommt meine kleinen Begleiter. Oh Herrgott. So, einer fehlt. Perfekt. Wunderbar. So, zack, 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 zack. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich die nächste Welle, können noch einmal unsere Begleiter verdoppeln. Beziehungsweise einfach noch einen mehr, es ist ja nicht verdoppeln, sonst wären wir jetzt schon 6. Aber immerhin einen mehr. Es wäre geil, wenn es verdoppeln würde, Alter. Aufpassen, Dingle Dingle. Boah, du kommst aber jetzt fucking nah. So, jetzt bam, 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 bam. Leider sind natürlich nicht alle in einer Reihe. Halt normal bei Begleitern. Das wär aber auch übelst OP, wenn man dann hier 4 Stück hätte. Dann hätte man einen Quadshot im Endeffekt, aber trotzdem noch mit guter Fire Rate. Okay, die Gurglings, ich soll erstmal die Fleischklopse da wegmachen. Die sind nämlich nervig, aber oh, leichter zu erledigen als die Gurglings. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben richtig viel Geld. Ja, machen wir gleich die Dealwelle. Okay, mit 2x Envy, natürlich nicht so der geilste Gegner, aber nun gut. Also, Isaac, wie es mit Isaac weitergeht, es kommt jeden zweiten Tag, ganz normal. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen. Also, ich will jetzt die Challenges zwar schnell hinter mich bringen, aber natürlich möchte ich auch ab und zu mal einen normalen Run machen. Heißt, wir werden schauen, wie wir es machen. Es werden jetzt auf jeden Fall am Anfang öfters mal eine Challenge kommen. Ich mache es schon so, das habe ich schon immer so gemacht. Ich versuche eine Challenge 3-mal. Normal, also das heißt, Speed war jetzt Versuch Nummer 1. Also, das sage ich jetzt extra deshalb, weil ich glaube, dass Speed noch ein paar Versuche brauchen könnte. Es lädt jeden Versuch hoch und dann ab dem dritten, also sobald der dritte hochgeladen wird, nehme ich weiterhin jeden Versuch auf und lade auch weiterhin jeden Versuch hoch, aber dann alle in einem Tag, also nach dem dritten kommen alle in einem Tag. Fliegen können, aber das ist die Frage, das bringt sie im Greed Mode jetzt eigentlich nicht so. Nee, das lasse ich. Das bringt jetzt nicht so. Gut, wir haben Geld. Schlüssel. Erstmal gucken, was wir im Itemraum haben. Dich kenne ich nicht. White Shirt. Ui, wir haben einen halben Boomerang. Okay, ist ja geil, das ist ja richtig cool. Weil du dich natürlich auch die Treffer. Keine Ahnung, wie es heißt, auf jeden Fall. Ich treffe wahrscheinlich, ja. Ein Seelenherz sollten wir sich mitnehmen. Und jetzt ist die Frage. Sollen wir versuchen zu... Nee, komm, ich nehme lieber nochmal ein Seelenherz mit und gehe einfach aus der Ebene. Und hoffe, dass in der nächsten Ebene dann nochmal eher irgendwas Tolles ist. Oh Gott, geh weg. Verdammt, viel Damage mache ich aber nicht. Das merke ich schon. Wenn ich bei diesen Spinnen schon so lange brauche. Was ist ein Damage Down, diese White Tears? Ich glaube nicht, einfach nur eben, dass die eben cooler aussehen. Okay, und dann weiter. Alles klar. So, zweite Ebene, immerhin, meine Freunde, ist schon mal richtig weit. So, Caves. Was haben wir hier? Den Latchkey, Lack ab und ein Seelenherz, natürlich gut. Und 2 Schlüssel. Gehen nämlich gleich mal hier rein.
Dad's Key, ja, das bringt mir natürlich super viel. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Klasse, klasse Item. Was haben wir hier oben? Das Belankehead bringt mir gar nichts. Nur Scheiß-Items. Nur Scheiß-Items. Oh Gott, wir brauchen eine ganze Weile, um... Oh, eine Münze. Um das kaputt zu machen. Ich spiel mal an dir. Vielleicht gibst du mir irgendwas. Und was Gutes. Krieg ich eine Einladung in eine Party? Nee. Habe ich die nicht ausgestellt? Ich dachte, ich hätte die ausgestellt. Nun gut. Hagelas Destruction zerstört. Ah, Moment mal. Waren hier nicht Steine? Nee, das sind, die gehen nicht kaputt. Schade. Dann können wir eigentlich nichts mehr großartig machen. Und loslegen. Ja. Dann müssen wir jetzt gucken. Auch nur Kack-Items. Das heißt, ich muss ja wahrscheinlich rerollen, die ganzen Items. Weil die nicht so super waren. Und ich mir jetzt auf der zweiten Ebene noch irgendwann was kaufen sollte. So. Oh Gott, euch mag ich ja gar nicht. Ganz und gar nicht. Aber sehr schön, wenn es alle auf einmal weggehen. Uah, euch kann ich noch weniger leiden. Ihr so nervig seid. Ist einer schon mal tot? Wann braucht die halt so ewig? Das heißt ewig, aber... Aber der rote, den können wir direkt zerstören. Zack. Was war da? Ah, diese ekligen Würmer da, die ich schon im letzten Run nicht leiden konnte. So. Komm her. Ich kann mein Item wieder einsetzen. Das darf ich nicht vergessen. Oh, yo. Dankeschön, meine lieben Bomben. Dass ihr mir den kleinen Wurm weggesprengt habt. So, ihr seid im Normalfall kein Problem. So, kommt jetzt her. Ja, was sterbt ihr denn? Ich habe echt das Gefühl, dass ein bisschen Damage down macht. Kommt mir zumindest ein wenig so vor. Oh, da wäre ich fast reingerannt. So, und weg. Sehr schön. Alles klar, ich würde sagen, ja, wir machen direkt die Bosswelle natürlich. Zack, oh, was? Warte mal, eine Spinne. Ja, hier spawnen die Gegner in einem. Also, das muss man im Modus so ein bisschen aufpassen. Sonst ist ja so geregelt, dass kein Gegner in dir spawnen kann, im Normalfall. Hier wirkt es ein bisschen anders. Chubby. Chubby, chub, 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 chub. Wow, aufpassen, nicht getroffen werden am besten. Ich möchte mein Leben gerne behalten. Damit ich mir jetzt nicht wieder Leben kaufen muss. Weil wenn nicht so viel immer passt ist. Mal gucken, was im Devil Deal auf uns wartet. Dann gleich. So, Chubby ist down. Sehr schön. Und ja, machen wir die Devil Deal Welle. Keine Ahnung, was ich jemals mit Hagelas machen soll. Aufpassen. Oh, macht der, ich glaube, der macht mir Schaden, wenn ich den berühre, ne? Der kleine Lost da. Da muss ich echt vor aufpassen. Auf einmal muss ich vor der Blutspur aufpassen. Jetzt wäre Fliegen natürlich schön. Okay. Der ist tot. Und sehr schön. Jetzt nur noch der kleine Gemini hier. So, komm her. Mit einem nervigen Rückstoß, Alter. Komm. Komm. Sehr schön. Oh, ein Angel Deal. Wow. Das hat sich gelohnt. Kann ich jetzt mit Hagelas? Oh, ja. Okay. Ich wollte es nur ausprobieren. War sinnlos. Ich weiß. Ich wollte einfach wissen, ob es geht. Bringen mir die Schlüsselteile hier irgendwas? Jetzt sterbe ich wahrscheinlich an dem. Das wäre natürlich super witzig. Wobei ist das der... Ah ja, okay, der. Der die Kreuzschüsse macht. Da Kreuz vorne und eben, ja. Rote Kugeln auf meine Seite. Alter, wie viel Schaden wir machen. Ich wollte nur wissen, ob das geht. Und auf einmal fängt er hier an, richtig abzugehen. Ah, kein Problem. Ja, der Bosskampf, der dauert ein bisschen, ne? Nee, weil ich wollte wissen, ob das geht und dann haben wir eine höhere Chance auf noch einen Angel. Weil ich hätte schon Lust auf Angel, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Nur wenn da halt nochmal ein weißes Herz rauskommt, dann raste ich aus. So. Ja, okay, schwer ist der nicht. Der dauert halt nur jetzt ewig. Vor allem mit dem Begleiter, weil man mit dem immer so ein bisschen natürlich nachzieht. Weil er natürlich ein bisschen hinter einem ist. Oh Gott, Leute, was habe ich mir hier noch eingebrockt? Ja, sehr schön, genau. Mach ruhig weiter den Angriff. Komm nicht so nah auf mich hin, Alter. Ich bin eine Dame. Zu einer Dame kommt man nicht so nah hin. Komm, get down. Get down. Komm. Ja, na endlich. Hui. Ich glaube nicht, dass mir das irgendwas gebracht hat, aber egal. So. Müll. Also, rerollen wir mal. Auch wieder nur Scheiße, wobei ich nicht weiß, was das ist. Soll ich das mal mitnehmen? Nightlight, Scared of the Dark. Es wurde heller. Oh. Ich habe eine Taschenlampe. Ah. Okay, ich habe keine Ahnung, was die macht.
Einmal können wir noch, denke ich mal. Die Nonnenhaube ist... Beides. Ich nehme die Nonnenhaube mit. Weil dann können wir richtig oft unsere Begleiter verdoppeln, wenn wir getroffen werden. Ist auch ganz nett. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Wo ist Hacklers hin? Ich hatte ich nicht... Achso, das stimmt, das habe ich ja... Oh Gott. Habe ich doch im Ding eingesetzt, im Angel Deal. Okay, wir haben jetzt immer mal zwei Items mitbekommen. Einmal die Nonnenhaube und das andere habe ich schon wieder vergessen, was das war. Was war das andere? Ach ja, das, diese komische Taschenlampe hier, von der ich keine Ahnung habe, was die macht. Werden wir sicherlich eine früher oder später rausfinden. Ein Speed-Up, da sage ich nicht nein zu. Und Mom's Eye. Das heißt, wir schießen ab und zu mal aus unserem Hinterkopf. Wie, nee, das funktioniert jetzt bei ihm? Keine Ahnung. Hier haben wir auch wieder nur Scheiße, ne? Wirklich nur Scheiße. Und auch kein Reroll, keine Reroll-Möglichkeit. Und, oh, dankeschön. Super nett, dass ihr mir, dass der Knopf mir Gegner spawnt, wirklich. Was macht diese Taschenlampe? Macht die einfach nur hell. Cool, wow. Aber hat sich gelohnt, das Ding zu kaufen. Ah, nee, guck mal. Ah, die verlangsamt die. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Was hat das da oben? Guck ich den mal an. Durch den mal, wie sieht denn der aus? Gibt es hier eine Bombe? Nee, natürlich nicht. Hätte ich mich gern gesprengt, weil wir hatten nochmal Special Keepers freigeschaltet. Ach, keine Ahnung, los geht's. Der ersten. Ah, guck mal, ja, die verlangsamt echt die Gegner. Oh, das ist ja cool eigentlich. Man muss halt sie angucken. Dabei und man darf halt auch nicht in die Gegner rennen. Das ist auch immer ein bisschen blöd, wenn man das tut. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Theoretisch, weil man muss halt wirklich. Irgendwie, die Taschenlampe ist komisch. Guck mal, ich gucke da nach vorne und sie guckt irgendwie immer noch nach hinten. Ich habe keine Ahnung. Ach, egal. Hä, wie bewege... Hä? Ich verstehe die Taschenlampe nicht ganz. Ich habe gedacht, die guckt immer in meine Blickrichtung, aber tut sie nicht. Aber du. Manchmal schon, manchmal nicht. Nee, nicht in meine Blickrichtung, sondern wo meine Beine zeigen, glaube ich. Oh. Ich kann nochmal einsetzen. Oh Gott, jetzt wird es natürlich eklig. Ich will erstmal den hier töten. Danke. Ja? Ja, ja. Nicht ganz so einfach mit Lilith. Oh ne, ihr seid natürlich jetzt richtig widerwärtig. Ihr Gegner. Aber natürlich habe ich natürlich viele Schüsse parat, aber trotzdem seid ihr ziemlich nervig. Hi, Yahoo. Okay, dann schon die nächste. Oh, die können mir helfen. Die können mir theoretisch helfen, die Dudes da kaputt zu hauen. Ja, genau, perfekt. Okay, perfekt. So, und weg mit dir. War das das? Das war's. Okay, alles klar. Oh, eine komische Welle. Zu viel Schaden bekommen. So, machen wir weiter. Oh mein. Warum passiert mir das andauernd, dass ich da drauf, weil ich in die andere Richtung zurückrenne, ich Dorftrottel. Jetzt habe ich nochmal ein Herz hier verloren, nur weil ich da drauf gelatscht bin. So, cool. Und weiter. Oh, Bloat. Oh. Dich kann ich ja nicht wirklich leiden. Dich kann niemand wirklich leiden. Ja, wobei, wenn alle Schüsse treffen, geht der eigentlich ganz gut klar. Immer schön weiter nach vorne, dass wenn er hochspringt, dass wir dann immer noch weiter zurück können. Auf die Augen muss ich auch aufpassen, im Blickwinkel muss ich die halten. Da kommt nämlich eins. Ey! Ich dachte, dass das mich trifft. Gut, zack, zack. Und ja, da wird die Welle. Auf geht's. The Gate. Oh, dankeschön. The Gate, so hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Au. Na, guck mal, wie viele Schlüsselteile ich habe. Okay, ich sollte jetzt ein bisschen aufpassen. Okay, ihn kann ich damit aber nicht verlangsamen. Also Bosse kann ich damit anscheinend nicht verlangsamen. Nur kleine Gegner. Alles klar, gut zu wissen. Good to know. Jetzt haben wir wieder einen Devil Deal. Alles klar, was haben wir hier? Zwei schwarze Herzen. Sage ich ganz sicher nicht nein. Von hier im Shop war ja nur Scheiße. Außer halt eine HP ab, aber... Ja, komm. Lieb's her. Ein Tier ist ein Shotspeed-Up, das nehme ich mit. Tier ist ein Shotspeed-Up, nehme ich mit. Und da wäre nochmal ein HP-Up, okay. Tier-Up nehme ich mit. Wir haben ja echt noch kein Damage. Wir sollten wirklich so langsam sicher mal irgendwas hinkriegen hier an Damage. Aber leider will es nicht. So, euch zwei mache ich platt. Wir waren in beiden Itemräumen, ne? Ja. Dann gehen wir weiter. Wir haben keinen Schlüssel mehr. Wir hätten uns noch einen Schlüssel kaufen können. Nee, könnten wir nicht, weil wir nicht genug Geld haben. Wump-Ebene. So, was haben wir hier oben? Kohle, ein Item, das ich nicht kenne, für 7 Geld. Okay, was haben wir hier? Lass mich da rein.
Der gibt mir ein Seelenherz. Na, Range? Brauche ich nicht ab. Memories. Ich weiß nicht, ob der noch was anderes macht. Er hat auf jeden Fall keinen Damage ab. Er macht mich kleiner und ich glaube, ja, geht vielleicht ein Speed ab. Okay, hier ist auch ein Schlüssel. Braucht halt nur eine Münze. Blank Card. Damit kann man, glaube ich, super das Game breaken, wenn man dann Two of Diamonds findet. Vielleicht finden wir auf der Ebene Two of Diamonds. Wer weiß. Gehen wir mal hier rein. Das erste Mal, dass ich jetzt hier in einen Zackenraum reingehe. Für Bob's Curse. Ja, das ist nicht mal so schlecht. Nicht mal so schlecht. So, zack. Und los geht's. Oh Gott. Okay, erstmal den da unten platt machen. Wow, ist aber auch hier richtig schnell hier. Die Wellen voranschreiten. Kann den schnell kaputt machen. Herrgott, wie lange es dauert. Oh Gott, nein, jetzt rennen sie auf mich zu. Tötet sie, ihr komischen Spuckvaginas. Nein, Spuckvaginas, hilf mir, danke. Wow, nein, wie eklig. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Erstmal die Herzen weg, weil die Masken mich sonst nerven. Dann die blutspuckenden Vaginas weg. Und dann weiß ich nicht mehr, was hier alles ist. Oh Gott. Hilfe, aua. Egal, kriegen ein paar Gegner Schaden und sind alle weg. Okay, perfekt. Ihr seid natürlich auch super. Oh, das sind neue. Die sind rot. Die sind gefährlich. Ihr seid super für die Bälle, ne? Oh, da kam aber ein Schuss von oben. Aufpassen, die können mir sogar ein bisschen helfen hier. Oh Gott. Aua. Hilfe. Das ist mir alles viel zu viel. Oh, was ist ihr denn? Ihr seid auch neu. Komische Kackhaufen. Oh nein. Der scheiß Geist. Der muss jetzt endlich mal weg. Oh, ihr stirbt jetzt bitte auch. Danke, LG. So, weg mit dir. Okay, ich glaube, der Geist ist tot. Ihr spuckt auch, okay. So, jetzt aufhören. Warten, bis sie hochkommen und dann bam, 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 bam. Nochmal. Bam, 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 bam. So. Hat das auch mal geklappt, ne? War Hals über Kopf die Welle. So, weiter geht's. Mit einem schwarzen Dingel, was macht der? Der macht das, okay. Und der, oh, er spawnt Spinnen. Anstatt diese kleinen Kackhaufen. Das ist natürlich, ich habe da lieber die kleinen Kackhaufen, wenn ich ehrlich bin. Ich warte einfach mal hier oben. Dann schieße ich mal ein bisschen drauf. Jetzt, aber nee, wenn er sich bewegt, ist dann halt auch scheiße, ne? Aua. Dankeschön, das wollte ich, damit ich mir noch einen Begleiter aufspawnen kann. Wo ist er hin? Ich glaube, er charge nur einmal, kann das sein? So, nehme ich gerade so aus. Oh, zweimal Cage und der Bomberman. Oh Gott, und dann noch Cage in der Superform, die, wo ich nicht weiß, was die anders macht. Ich hoffe mal, die macht coole Sachen. Das ist nämlich nicht so cool, was ihr gerade macht. Wenn ich euch das mal so sagen. Ich meine, Spaß, natürlich, das ist super cool. So, genau, Bomberman ist schon mal weg, das ist schon mal gut. Gleich kommt bestimmt irgendwo einer runtergesprungen, weil ich nicht bei dem Blick habe. Aber die müssen eigentlich down sein, zumindest einer von den zweien. Ja, perfekt. Oh. Zum Glück war die Raumform so mit den Steinen da, das hat uns echt geholfen. Und nächste Welle. Oh, ja klar, it lives, okay. Alles klar, kommt hier, it lives, alles klar, alles klar. Au, durch was kriege ich gerade alle Schaden? Ich weiß es nicht. Hier kriege ich zu viel Schaden. Ich bleibe mal hier unten. Meine Dinger werden schon treffen, aber wenn sie einen Brimstone-Schuss macht, bin ich richtig am Arsch. Oh Gott, oder den Schuss, da bin ich auch richtig am Arsch. Hilfe, oh Gott. Ich bleib hinter dem Stein. Ich bleib hinter dem Stein. Ich bleib hinter dem Stein. So. Oh Gott, nein. Geht weg. So. Isaac. Oh nein, hör auf mit dem, was du tust. Kann ich hier vorbei? Ja, ich kann hier vorbei. Okay. Gott sei Dank. Oh Gott. Das ist echt kein schöner Kampf hier gerade. Oh nein, jetzt haben wir ein paar Kugeln geslowt und ein paar nicht. Ja, und der Brimstone. Was soll ich denn machen, Alter? Was soll ich denn tun, wenn der Brimstone Schaden noch kommt? Hm. Greedbot mit Lilith ist nicht so einfach, wenn man keine Damage-Ups findet. Okay, wir werden im nächsten Run nochmal einen ganz normalen Run machen und keinen Greedbot ran. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlisten auf dem Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch im nächsten Part wieder. Peace up und haut rein. Das DLC ist fucking schwer.